Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt sicherlich im Namen des Videos schon gelesen, es ist heute eine ja schon etwas unangenehmere Frage, denn ich werde die Leute hier in der Kölner Innenstadt mal fragen, wie viel Geld habt ihr denn derzeit auf eurem Konto? Ich bin sehr gespannt, ihr könnt es ja jetzt auch mal direkt in die Kommentare schreiben. Seid ihr gerade im Dispo? Was ist bei euch derzeit auf dem Girokonto? Mein Name ist Marc Eggers, Carsten, wie immer hinter der Kamera, und wir legen jetzt mal los. Wie viel Geld haben die Deutschen denn derzeit auf dem Konto? Let's go! Zurzeit ca. 3000 Euro. 3000 Euro? 3000 Euro. Bist happy damit? Naja, mehr geht immer. Liegt auch daran, dass ich gerade eine Wohnung gekauft habe, beziehungsweise umziehe, Möbel alles gekauft habe. Eigentumswohnung? Nee, einfach Mietwohnung. Habe ich halt Möbel alles gekauft. Da hat man natürlich auch Ausgaben. Aber ey, 3000 Euro, besser als Minus. Klar, aber mit Minus gehen wir auch mit Plus raus. Das ist mal eine Ansage, ja. Mit Minus geht man mal mit Plus raus. Ja, danke dir, ne? Ich sag mal so 700. 700. Was ist da drin in der Tüte? Sieht echt dubios aus, sag ich dir ehrlich. Besser nicht nachfragen. Aber ist das eine Perserkatze? It's a Persian Blue Point. Das ist süß. Darf ich mich auch mal reinsetzen? Was trägt man jetzt so? Katze einfach vorne? Oh, die ist aber ein bisschen biestig, ne? Du bist nicht ganz so gut drauf, oder Muschi? Schöne Augen hast du, ne? How much money do you have on your bank account? 30k? I don't know. Oh, 30k? Ja. Yeah. Okay, and how much is the cat? 1000 maybe. 1000? Ist aber eine teure Muschi doch. Du bist wie alt? 19. Wie viel Geld hast du gerade auf dem Konto? Also auf meinem Girokonto 4.000, 5.000. Oh, 4.000, 5.000 mit 19. Junge, Digga, da war ich so hart im Dispo unterwegs. Aber mit Minus gehen wir auch mit Plus raus. Ja, also von den Eltern halt so. Bekommen wir ein bisschen Geld und vom Studium legt man was zur Seite. Sehr gut, ey, sparsam sein ist auf jeden Fall nicht verkehrt. 4.000, 5.000. Aber das heißt, du hast noch ein anderes Konto, da schlummern 500.000. Nee, keine 500.000, aber so ein Aktiendepot hat man halt. Ja? Ja, ja. In was investierst du? Also breit gefächert Fonds, ETF, ja, ein paar Kryptofonds habe ich auch, obwohl ja da der Sinn von Krypto dann nicht so ganz gedeckt ist. Mhm. Aber ich versuche es breit zu streuen, dass ich halt krisengeschützt bin und ja, das Geld sich halt ein bisschen vermehrt, hoffentlich. Ja, krass, da hast du mich gerade echt mit deiner Antwort überrascht. Also mit 19 Jahren hatte ich wirklich alles andere im Kopf, außer jetzt irgendwie mein Geld sinnvoll zu investieren. Aber heute sind es die unangenehmen Fragen. Wie viel Geld befindet sich denn derzeit bei ihm auf dem Konto? Das sage ich Ihnen nicht. Das sagen Sie nicht? Nee. Dann gehe ich zu der Freundin, nee. Weil die hat es locker sitzen. Nee. Da sieht's rosig aus auf dem Konto. Nein, auch nicht. Da, wie wird dazu gewungen? Meine Freundin. Wir sind hier mit ein paar mehr Frauen. Ja. Oh, mit ein paar Freundinnen? Ja. Meine Mutter wollte später auch noch mit ein paar Freundinnen vorbeikommen. Ja. Sie sagen es auch nicht? Nein. Ist verständlich. Man kann auch glücklich sein ohne Geld, so wie ich Sie jetzt gerade anschaue. Ja, sicher. Oder? Mit wir wenig. Sind zufrieden mit dem, was ja. Und wenn sie jetzt gesagt hätte, was dann? Was hätten Sie dann gemacht? Dann hätte ich das mit ins. Wie gesagt, junge Frau, kommen Sie doch mal mit. Das sage ich auch ohne Geld, ja. Bei mir geht es nämlich nur nach Optik. Ach so, ja gut. Ja. Ich bin noch auf der Suche nach so einer Sugar Mama. Ich bin doch aber keine Sugar Mama. Ich bin auch nein. Ein bisschen. Ich bin viel zu alt für Sie. Ja, deshalb ja. Ja. Minus 250 Euro. Da ist jemand mal ehrlich. Ja, und? Weil wir Umschüler sind. Umschüler, ich lerne an einem Beruf, weil ich mal für meinen alten Beruf kaputtgeschrieben bin. Ah, was war der alte Beruf? Dachdecker. Dachdecker. Aber da verdient man? Was verdient man da so, wenn ich fragen darf? 1,7, 1,8, 1,9. Wenn jemand Geld hat, denn jemand, der natürlich gerade bei Rolex shoppen will. Guten Tag. Darf ich eine Frage stellen? Sorry, I couldn't speak German. How much money do you have on your bank account? I don't know. I don't know? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ungefähr? Because I just moved to Germany, so I have no big money. You go to Rolex? Just visiting. You visiting, okay. Gut. Was glaubt ihr, wer hat das meiste Geld von euch auf dem Konto? Ja. Ah, der wird vorgeschickt. Wie viel Geld hast du gerade auf dem Konto? Nicht viel. Keine Ahnung. So, ihr habt ihn vorgeschickt, weil der ist im Minus? Ungefähr? Ein paar Tausend. Was heißt paar Tausend? Ich weiß jetzt nicht. Ja, guckt nicht mal nach, ist so viel, da guckt man nicht drauf, ne? Vielleicht irgendwas mit 10. 10k? Ja. Wie alt bist du? 19. Ja, 10k. Du mit der Prada-Jacke? Ich bin gerade ziemlich broke, muss ich ehrlich sagen. Nee. Ziemlich broke, nur so 25.000 auf dem Konto. 100 Euro ungefähr. Was arbeitest du denn hier mit deiner Dicken? In der Schule. Aber wo kommt denn die Kohle her? Shoppen. Nee, nicht wo du die Kohle ausgibst, wo sie herkommst. Shoppen, irgendwo arbeiten, meine ich. Ach so, scheiße. Wir fragen gerade die Leute, wie viel Geld sie auf dem Konto haben. Ach du Scheiße, gar nichts mehr. Ich habe alles abgehoben. Was, wo hast du es hingepackt, das ganze Geld? Wo hast du es für ausgegeben? Ich habe meine Nase gemacht. Oh, die Nase hast du. Ja. Verlangen das Geld zurück. Warum? Ich guck von der Seite. Die war voll schlimm. Was hast du bezahlt dafür? 350. Ach, so günstig ist eine Nase? Oh, ich habe jetzt gedacht, jetzt geht's hier los mit ein paar Tauis. Nein. Ach, du hast auch gemacht? Wie alt seid ihr denn? 22. 20. Wie viel hast du auf dem Konto? Gar nichts. Auch alles für die Nase draufgegangen? Ja. Dann noch einen schönen Tag mit euren neuen Nasen, ne?
Da setze ich mich zu euch in die Vogelscheiße hier. Das ist der Ort, wo ich mich immer denke, wer setzt sich hier hin, wenn die Tauben hier runterkacken? Ach doch. Wie viel Geld befindet sich denn derzeit auf deinem Bankaccount? Um die 1200 Euro. Das ist auf jeden Fall mal ehrlich. Was machst du beruflich? Bin Lagerist bei Porsche. Also bei in Luxemburg. In Luxemburg? Ah, okay. Lagerist, geil. Als absoluter TikTok-Star. Wie viel Geld hat man denn auf dem Konto? Das sind die Influencer, die wollen nicht drüber reden, ne? Das Konto ist am Platzen. Genug zum Leben. Was hast du deins gesagt? Natürlich habe ich meins gesagt. Was man so verdient als TikToker? Nee, was du auf dem Konto hast, jetzt, derzeit. Steuergeld. Jetzt kommt der hier noch. Bro, wenn du jetzt einen Kontoauszug holst, welche Summe würde da stehen? Der Erste, der aber auch den Beweismantritt hier. Ich bin halt online so sympathisch und so, ne? Alles über Geld ist immer so ein bisschen unsympathisch. Findest du? Ja. Ist das so viel bei dir, ja? Also jetzt machst du mich aber selber gerade neugierig. So, dann schauen wir mal da rein. Du hast nur 1900? Normal. Ist das 1,9 Millionen? Das sind 1903. Ey, jetzt habe ich aber wirklich gedacht, das macht dich mega sympathisch, dass du so broke bist, Mann. Aber du hast irgendwo gespart. Ich habe irgendwo gespart. Irgendwo bunkerst du die Kohle. Ich habe mehrere Wohnungen gekauft. Jetzt wird's doch wieder unsympathisch. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ich habe 500 Bitcoins auf meinem Konto. Hast du wirklich 500 Bitcoin? Nee, 5. Leo, ist das eine private Geschichte oder kannst du sagen, wie viel Geld du verloren hast? Ich habe durch eine doofe Geschichte in L.A., ich habe 2 Jahre in L.A. gewohnt, 1,9 Millionen Dollar verloren. Aber mit Minus gehen wir noch mit Plus raus. Nein, du hast 1,9 Millionen Dollar verloren. 1,9 Millionen. Wie doof ist bitte diese Geschichte? Die ist sehr doof. Was macht man mit 1,9? Du hast wohin, wo rein investiert? Ich habe in nichts investiert. Ich hatte einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel in Los Angeles und ich wurde da rausgekickt. Dann verliert man 1,9 Millionen. 1,9 Millionen. Ich habe meinen ganzen Teil, meine ganzen Anteile verloren. Die ärmste Sau, die ich heute getroffen habe, Alter. Jetzt bin ich in Köln. Alter, und jetzt fängst du. Jetzt, ach du Scheiße, Mann. Das wird schon wieder. Das wird alles. Hey Jungs, ich lasse euch mal alleine. Wie viel Geld habt ihr bei euch auf dem Konto? Nichts. Gar nichts? Nein. Du? Ich glaube 300 Euro oder so. 300 Euro. Wie alt seid ihr? 17. 18. Gibt es da noch Taschengeld? Nein. Nee? Meine Mutter gibt uns so ab und zu mal im Monat, so wenn wir mal shoppen gehen wollen wie heute. Ach, ihr seid Geschwister? Ja. Wie viel Geld habt ihr gerade auf dem Konto? 100er. 100er? Ja. Bei dir? Ehrlich beantworten? Ja, bitte. 300 im Moment. 300. Was macht ihr beruflich? Ne? Koch, Ausbildung. Koch? Okay, du? Immer noch Schule. Immer noch Schule? Ja. Seit wie vielen Jahren? 25 Jahren? Kann man so sagen. Und zwar fragen wir gerade Leute, wie viel Geld sie auf dem Konto haben. Leider zu viel, weil ich zu blöd bin, das anzulegen. Zu viel? Was ist zu viel? Also, was heißt zu viel? Ich bin gerade mal 20. Für 20 bin ich glücklich. Mit wie viel bist du glücklich? Ich habe 26.000 auf dem Konto. Ja, 26.000. Ja. Da hast du einen guten Pfand gemacht. Sicher. Halt ihn dir warm. Ja, jetzt gerade, wo er die Summe gesagt hat, bist du noch mal ein bisschen näher rangerückt, ne? Ja, es wäre schlauer, es halt anzulegen, aber ich bin zu faul. Nix. Nix bedeutet? Nix. Nix. Die Tochter? Nicht viel mehr. Auch nicht viel mehr? Man kann auch also mit wenig gehen. Wir können nicht dort einkaufen gehen. Bei Louis Vuitton. Aber ich weiß nicht, ob die Leute, die da an der Schlange stehen, auch so glücklich aussehen. Vielleicht haben die viel Geld, aber ihr seid am Strahlen. Das stimmt. Oder? Ja. Wir sind am Strahlen, das stimmt. Und das ist die Hauptsache, weil man soll das nicht immer finanziell abhängig machen. Da reicht. Schönen Tag euch noch, ne? Macht's gut, ciao. Tatsächlich weiß ich das gar nicht so viel. Ich habe noch ein Taschengeldkonto. Taschengeldkonto? Wie alt bist du denn? Ich bin 18. Ach so, ja, da kriegt man noch Taschengeld, oder? Ja. Wie viel kriegst du so im Monat? 50. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ein bisschen über 2000, glaube ich. Knapp 3. Nicht schlecht. Jetzt gehen wir mal zu den Leuten, die hier bei Louis Vuitton anstehen und fragen mal nach. Wer da ansteht, der hat ja auch Geld in der Tasche, oder nicht? Du stehst gerade an? Ja, ich stehe an. Wie viel Geld hast du gerade auf dem Konto? Boah, ich weiß gar nicht, noch 2,5 den Monat. Und dann willst du zu Louis? Ja, mal gucken, was du gibst. So ein bisschen Schmuck halt, so ein Armband oder so, irgendwas drin ist. Was machst du beruflich? Ich bin bei der Bundespolizei. Ah, okay, Bundespolizei. Da verdient man ganz ordentlich? Ja, also noch in der Ausbildung. Meinst du, die anderen sind alle reich, die hier stehen? Ja, es stinkt ein bisschen nach Geld. Riecht es hier nach Geld? Ja, ja. Entschuldigen Sie? Dürfte ich hier eine Frage stellen? Okay. Vorsicht. Oh, Diggi, da würde ich meinen Chihuahua jetzt nicht zwischenstellen, ne? Guten Appetit. Wie viel Geld habt ihr auf dem Konto? Zu wenig. Jetzt gerade? Keine Ahnung. Weißt du nicht? Nee. Bei dir? Ich bin Student, 500 Euro oder so. Wer hat wen eingeladen gerade zur Pommes? Sie mich. Lasst sie euch schmecken. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ah, hier war ein Hundekampf gerade, ne? Haben Sie es gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Haben Sie es gesehen? Wie viel Geld haben Sie gerade auf dem Konto? Ziemlich wenig. Ich muss aber sagen, die Leute, die augenscheinlich nicht so viel Geld auf dem Konto haben, sind die mit dem schönsten Lächeln. Okay, das ist doch also schön. Also jetzt mal ehrlich. Also die, wir haben gerade bei Louis Vuitton mal nachgefragt, da waren die alle nicht so begeistert von meiner Frage. Aber die Leute, die vielleicht nicht so viel haben, die sind trotzdem irgendwie glücklich. So ist es, das ist entscheidend. Ja, ja. Ich glaube, Geld allein macht nicht glücklich. Hat noch nie glücklich gemacht, nee. Ja, man muss einfach die Basis haben, oder? Aber mit Minus
gehen wir noch mit Plus raus. Boah, zu wenig. Wie viel ist zu wenig? Ich habe vor ein paar Tagen meinen Lohn bekommen. Ich glaube, jetzt habe ich noch 400, 500. Du hast Lohn bekommen und trotzdem denn nur 400, ja, weil du das Dispo ausgeglichen hast? Ich muss alle meine Rechnungen zahlen. Was machst du denn? Ich arbeite zur Zeit Teilzeit im Outlet bei uns. Fang doch mit OnlyFans an. Das sagen mir alle meine Freunde. Ey, sagen das alle? Ja. Das soll lukrativ sein, ne? Ja, ja. Nee, wie alt bist du? 20. Lass die Klamotten an, das ist es nicht am Ende. Jetzt, ja, sowieso. Jetzt fragen wir die Freundin, die macht die Kohle schon mit OF? Nee, eigentlich nicht. Ich bin Vertretungslehrerin. Lehrerin? Ja, also aber nur Vertretungslehrerin, weil ich bin noch Studentin. Ah, okay. Wie sieht das Konto bei dir aus? Ich kann mich nicht beklagen, würde ich sagen. Du riechst aber gut. Dankeschön. Du hast einen richtig guten Duft drauf. Dankeschön. Aber dir ist kalt, ne? Ich sehe das auch hier nur mit dem Blazer heute. Ja, ich habe mich da schon getäuscht in der Sonne, ne? Ja. Können wir hier mal was nachfragen? Was denn? Wir machen hier heute eine Umfrage und fragen die Leute, wie viel Geld sie auf dem Konto haben. Oh. Was habe ich drauf? 1500 vielleicht? Oh, das ist nicht verkehrt. Ja, gerade den Lohn gekommen. Sie haben eine gewisse Vorliebe für das Solarium? Nein, ich komme gerade aus dem Ägypten. Oh, sie war aber richtig braun gebrannt. Ja, danke. Kleiner Brownie ist das hier. Ja, genau. Kleiner Brownie. So. Ja, bist du braun, kriegst du braun. Ja. Jetzt bin ich hier die ganze Zeit dabei, die Leute mal zu fragen. Und ihr denkt euch sicherlich auch, ja, Marc, was hast du denn auf dem Konto? Ich öffne jetzt einmal meine App und werde es euch mal verraten. Was hat der Eggers denn momentan auf dem Konto? Und zwar, die genaue Summe ist... Nein! Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich habe einfach mal nachgefragt, was haben denn die Leute so auf dem Konto momentan? Wir hatten ja alles dabei, ne? Junge Leute, die gar nicht mehr wissen, wie viel sie auf dem Konto haben. Leute, die echt nicht so viel verdienen. Andere, die trotzdem glücklich sind, auch wenn das Konto nicht so voll ist. Ich glaube, man sollte eigentlich das persönliche Glück natürlich nicht so vom Geld abhängig machen. Ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan. Ich steckte auch schon echt mit dem Hals in der Scheiße. Ich hatte echt eine miese, beschissene Zeit gehabt in meinem Leben. Aber am Ende des Tages, es geht immer weiter. Man kann immer versuchen, das Beste aus jeder Situation zu machen. Mein Name ist Marc Eggers. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und danke auch an Carsten, der mal wieder gefilmt hat und nicht verlinkt ist. Selbstverständlich nicht. Tschüss.